Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem spannenden Thema, können Grafts, die transplantiert wurden, wirklich wieder ausfallen? Ich kann mich noch ganz genau erinnern, meine Transplantation selber ist ungefähr 2 Jahre her und nach der Transplantation drehte sich alles um die Frage, ab wann sind meine Grafts fest, können die in den ersten Tagen theoretisch wieder ausfallen, was muss ich berücksichtigen, um die optimale Festigkeit der Grafts sicherzustellen? Und genau darum geht es in dem Video. Ich will dir die Fragen beantworten, ab wann du sicher sein kannst, dass die Grafts optimal angenommen wurden und wie du vor allem auch das Ganze proaktiv beeinflussen kannst. Ist also spannend, bleib dran. An der Stelle nochmal wichtig, fachlich zu betonen, die Haare, die in die Empfängerbereiche transplantiert werden, stammen vom Spenderbereich. Der befindet sich, wenn du es vielleicht schon weißt, am Hinterkopf. Entscheidend ist jetzt, die einzelnen Grafts werden vom Hinterkopfbereich entnommen. Ab dem Zeitpunkt, wo die Grafts entnommen werden, wird die natürliche Nährstoff- und Blutversorgung gestoppt. Dann ist es ganz besonders entscheidend, die Grafts, wie bei Elite das Ganze gemacht wird, in eine Nährstofflösung zu geben, sodass sie in dem Fall dort optimal erhalten bleiben können. Sollte das Ganze nicht gemacht werden, können die Grafts langfristig beschädigt werden. Generell geht man von einer Anwuchsrate von ca. 80% dabei aus. Ganz besonders wichtig bei Elite ist, dass die Phase schon bereits vor die Haare entnommen werden, durch die spezielle Neo-FOE-Methode die Haare mehr gestärkt werden. Was verbirgt sich, fragst du dich wahrscheinlich jetzt, hinter der Neo-FOE-Methode von Elite? Dazu gehört dieses Set. Das Ganze wird, wie eben schon gesagt, einmal in der Vorbereitung, in der Preparation angewendet, um die Haare, die Haarfollikel bereits vor der Transplantation optimal zu stärken. Teil des Sets ist vor allem auch hier der Dermaroller. Vielleicht hast du ihn auch schon mal gesehen. Der Dermaroller wird benutzt einmal im Entnahmebereich als auch dann in dem Empfängerbereich. Der Dermaroller sorgt dafür, dass die Haarfollikel, die Haarwurzeln optimal gestärkt werden, sodass, wenn man sie dann in den Empfängerbereich einsetzt, nicht eine Anwuchsrate von 80%, sondern von 98% sichergestellt werden können. Dementsprechend Neo-FOE, klare Empfehlung für deine Haartransplantation. Was ist jetzt in dieser Phase, die ich eben geschildert habe, also in den ersten 10 bis 14 Tagen, ganz besonders wichtig, um in der Zeit, wo die Grafts gesichert werden, auch Sorge zu tragen, dass alle Elemente berücksichtigt werden? Das ist einmal in dem Fall hier die Haarwäsche. Die Haarwäsche bekommt man natürlich vor Ort auch nochmal ganz genau erklärt, sichert durch den optimalen Einsatz von Pflegeprodukten A die Nährstoffversorgung und dann dementsprechend auch, dass die Grafts optimal anwachsen können. Ebenso wichtig, gerade in den ersten 2 Wochen, wo das noch am empfindlichsten ist, eben genau die Regeln einzuhalten, auf Sport und Schwitzen zu verzichten. Und damit deckt man schon die wichtigsten Elemente ab. Also im Endeffekt, achte einfach darauf, dass du das umsetzt, was dir vor Ort gesagt wird. An der Stelle will ich mich nochmal kurz dem ein Phänomen widmen, was dir auch begegnen wird, da es statistisch gesehen 95% aller Patienten begegnet, das sogenannte Shedding. Nicht zu verwechseln mit Shock Loss. Shedding bedeutet, dass in den ersten 2 bis 6 bis 8 Wochen die Haare nach der Transplantation wieder ausfallen können und dadurch der Eindruck entsteht, dass auch die Grafts verloren sind. Das ist aber, um das klar zu unterstreichen, nicht der Fall. Wenn das die Kopfhaut ist, die Grafts werden unter die Kopfhaut gesetzt und dann sind hier im Endeffekt neue Haare. Die können, wie gesagt, in dem eben genannten Zeitraum wieder ausfallen. Die Grafts sind davon aber nicht betroffen. Das wäre dann in dem Fall Shock Loss, wo dann auch die gesamte Haarwurzel verloren geht. Deswegen, wenn du dich fragst, wann sind meine Grafts fest, sollte in diesem Zeitraum 2 bis 6 bis 8 Wochen Haare ausfallen, sind das nicht deine Grafts, die sind safe, sondern das sind die Haare darüber, die dann aber wieder in den ersten in den Wochen danach dann komplett anwachsen. Fassen wir an der Stelle einmal nochmal kurz zusammen. Das heißt, nach 7 bis 10 Tagen sind deine Grafts bereits angewachsen und du kannst sicher sein, die können nicht mehr wieder ausfallen. In der Zeit danach, zwischen der 2., 6. und 8. Woche, tritt das sogenannte Shedding auf. Das heißt, nicht in Sorge verfallen, wenn einzelne Haare hier nochmal ausfallen. Das ist nur das Haar und nicht das Graft, was gesichert ist. In der Anschlussphase kannst du natürlich aber auch proaktiv dein Ergebnis beeinflussen, damit es, so wie zum Beispiel hier bei Marcel, optimal aussieht oder wie hoffentlich auch bei mir, zum Beispiel durch Tabletten, Biotin und Zink. Ich kann aber auch die sogenannte Booster-Maßnahme, nämlich die PHP-Behandlung machen, wo angereichertes Blutplasma für ein optimales Resultat noch Sorge trägt. Ansonsten hast du natürlich aber auch in der Zeit nach der OP, wo du dich vielleicht auch genau solche Dinge nochmal fragst, hast du die Experten an der Hand, denen du bei WhatsApp schreiben kannst, immer am gleichen Tag auch ein Feedback bekommst und somit musst du dir um deine Grafts zum Abschluss keine Sorge machen. Danke fürs Zuschauen. Wenn du dich für deine Haartransplantation interessierst, findest du unten in der Beschreibungsbox einmal den Link. Da einfach raufklicken, bekommst eine kostenlose professionelle Haaranalyse und wenn du spezielle Fragen zu dem Thema hast, wann sind die Grafts fest, schreib sie gerne auch einfach in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video.